Moin Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Black und ja, aka Plättlik. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Lange nichts mehr von euch gehört. Wie geht's euch? Ich wollte heute eigentlich die Einreise machen, weil wir hatten heute ziemlich viele Leute mit Einreise. Aber, keine Ahnung wieso, ich war einfach nicht dabei. Ist auch nicht so schlimm. Der Black, der sucht sich einen neuen Job, zusätzlich einen neuen Job, wie auch immer man das sehen möchte, zu dieser Logistikfirma, möchte einfach nebenbei noch was machen. Und wir haben jetzt einige Updates nicht mitbekommen oder sagen wir mal auch, ja, vielleicht doch mitbekommen. Achso, ich dachte gerade, mein Sound geht nicht, IC. Und ja, wir sind Busfahrer zusätzlich. Kann man machen? Als Zivilist und ja, ich bin einfach gespannt. Mich freut's. Ich habe richtig Bock drauf, euch das einfach mal zu präsentieren. Mal gucken, ob Fahrgäste einsteigen. Steigt keiner ein. Wir machen einfach so ein bisschen Streamzeit, mal ein bisschen wieder für euch da sein. Mal als Patrick Black. Leider nicht als Wilfried von Bergen. Hätte ich mich natürlich tierisch auch über gefreut. Aber ist egal. Das kriegen wir hin. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß und seid gespannt. So, ich muss mir nebenbei noch mal so ein paar Sachen notieren. Wir fahren die Linie zum ersten Mal. Und ich würde mir mal so ein bisschen notieren, wo wir halten. Das heißt, hier ist die erste, weil ich habe eigentlich soweit alle Linien schon notiert, außer diese Linie noch nicht. Und die fahren wir jetzt einfach mal zusammen. Erste Haltestelle, wie wollen wir es schimpfen? LSMD, Krankenhaus. Krankenhaus. Oder Rettungs- und Feuerwache? Ja, nennen wir das so. Nennen wir das Rettungs- und Feuerwache. Warum ich das so nenne, das werden wir sicherlich im Nachhinein irgendwann mal mitbekommen. Und dann habe ich mir jetzt ein geiles Nice-to-Have einspielen lassen. Oder gemacht. Für den Stream zusätzlich einfach nächste Haltestelle Feuer- und Rettungswache. Geil, oder? Hammer. Ich bin richtig Hammer. Freue mich. Die denken jetzt, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, was die Leute denken. Fisch geil. Das Problem ist, dass wir den Durchstarter so gesehen auf E gedrückt haben, dass wir hupen. Aber ist ja egal. Egal. Nächste Haltestelle, Occasion Avenue. Nice. Funktioniert, wie ich das haben will. So, nennen wir das Occasion Avenue. Das wäre ja die Occasion Avenue, glaube ich. So spricht man das aus. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Wir müssen uns das halt einmal nebenbei notieren und dann fahren wir die nächsten Runden. Da zeige ich euch nochmal die anderen Linien, die es gibt. Rockford Plaza können wir das auch nennen einfach, ne? Wir nennen das einfach Rockford Plaza. Das passt ja besser. So. Dann notieren wir uns mal weiter. Was wäre so die nächste jetzt? Genau, dritte wäre das American Diner. Das Problem ist, dass das Navi immer die schnellste Route schickt.
Und nicht die eigentliche Route. Aber das ist ja für uns nicht das Problem. Nächste Haltestelle, American Diner. Ah ja, ich. Moin, grüß dich. Heute nur Einreise möglich? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Nächste Haltestelle, Zentralbank. Nicht um. Nächste Haltestelle, Diamond. Wir ändern. So, jetzt muss ich mal eben kurz was gucken. Und zwar, wenn ich hier genau. Da habe ich noch keinen Haltestellennamen für. Das ist mir die ganze Zeit noch nicht im Kopf gestoßen. Wäre natürlich geil, wenn Leute, also ich fahre extra, ein Grund, warum ich mit dem Bus fahre, ist, weil ich es extra mache, damit die Leute mitbekommen, Alter, hier gibt es jetzt ein Bussystem, wo die mit umsonst fahren können, ne? Aber es muss auch keiner zwingend mit dem Bus fahren. Das ist halt jedem Mann selber überlassen. Mirror Park, nenne ich das einfach. Nimm es Mirror Park? Nimm es Mirror Park? Nenn es einfach Mirror Park.
Nord und dann kommt Muropak West. So nennen wir das einfach. Ich glaube, die nächste wäre dann. Wird natürlich ein bisschen creepy, vielleicht langweilig für den einen oder anderen. Aber auch sowas muss mal gezeigt werden. Habe ich vorhin erst noch im Teamspeak drüber gesprochen. Ich wohne hier. Tatsache, da um die Ecke. Da ist mein Haus. Da. Was ist jetzt hier rein? Was ist los hier? Nächste Haltestelle, Muropak West. Dass ich es mal erleben darf, dass hier einer mit einem Bauner nochmal zusätzlich steht, außer wir damals. Ja, moin. Hammer. Genau. Achte Haltestelle wäre dann. Da steht ein halber Fuhrpark. Jetzt los. Lul. Lul. Das wäre was für Wilfried. Schön Bus fahren. Geil. Sehe ich mich drin. Nächste Haltestelle. Alice Süd. Ja, jetzt fahren wir wohin? Da. War das wie gewesen? Warum halten wir da? In Ocean Boulevard. East Los Santos. Wir nennen das einfach East Los Santos. So, damit ihr auch wisst, dass ich mir wirklich hier Notizen mache. Ich mache mir hier, habe mir extra so eine DIN A4-Seite gemacht. Das werde ich dann später noch umschreiben und all so eine Sache. Naja. Spaß macht das. Spaß. Ja, für die Leute, die es noch nicht wussten, es gibt halt, wie gesagt, neue Minijobs hier. Darunter auch Pizza verteilen. Habe ich aber selbst noch nicht getestet. Aber wer es bespielen möchte, ist immer herzlich willkommen. Mit dem Bus brauche ich auch keine Angst haben, dass ich zu schnell fahre, weil es wird hier nicht passieren. So, hier ist das alte Firmengelände von mir. Und ich glaube, jetzt muss ich einen Ticken Autobahn fahren. Ali, hallo Michelle. Ich grüße dich. Salam alaikum. Genau, weil jetzt kommt nämlich der Erzverarbeiter. Der Erzverarbeiter.
Naja, so ist es. So ist es. Sei gegrüßt. Genau, jetzt schickt er mich auch richtig. Nächste Haltestelle, Erzverarbeiter. Und wenn jetzt noch Leute mitfahren, nice. Nächste Haltestelle, Loomis Logistik. Ich hätte noch 80 Busse. Wie geht's? Wie steht's? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Komme ich hier mit dem Schreiben durcheinander? Was, ich kann mir meinen Öltanker leihen? Ich meine Öltanker verkaufen. Ich übernehme den Busjob hier. Der macht mir richtig Spaß. Jetzt wäre die nächste Haltestelle. Ah. Ja, ich gehe da richtig drauf ab. Das Fahren ist ja richtig meins. Komme ich ja wieder richtig in Simulationsrichtung, wo ich gar nicht mehr hin wollte. Nächste Haltestelle, Importeur. Jetzt bräuchten wir noch so eine Anzeige. Für jemanden, der mitfährt. Das wäre so natürlich so ein nice to have, ne? Letzter Preis für Öltanker? 2 Milliarden. Kauft. Für dich Freundschaftspreis, wenn du mir einen Job bietest. So richtig ekligen Öltanker. Richtig widerlich. So, jetzt die Frage, wie nennen wir diese Haltestelle? Weil, da kommt jetzt die Haltestelle. Ja, du hast gerade deinen Bimmel gemacht. Wie nennen wir diese Haltestelle? Ich weiß es nicht. Wir fahren ja gleich einmal im Pudding. Waffenladen können wir nicht machen. Ich brauche mit dem Bus keine Angst haben, dass ich zu schnell fahre, ne? Hey, was soll ich mit einem Spielzeug, was Frauen glücklich macht, um 60 km/h? Ich hier gar nichts mit anfangen. Nee. Gleich halte ich nochmal hier. So, das heißt, Ammonation kann ich nicht machen. Wasser nenne ich das. Am Pisswasser. Oh, immer diese 8 Meter noch vorrollen. Tja, wie nenne ich das? Am Pisswasser, wa? So nenne ich das.
Haben ist haben, ja. Aber was soll ich damit? Ich mit dem Spielzeug. Nächste Haltestelle, Ammonation. Hier wäre eine Haltestelle gewesen, im Übrigen. Jetzt muss ich ja ordentlich fahren. Beim letzten Mal bin ich einfach rückwärts gegangen und bin zurückgefahren. Aber weiß keiner. Dürfte keinen sagen. Hoffe auf Fahrgäste. Eine witzige Fahrt. Was fahre ich denn als nächstes? Was wollt ihr als nächstes sehen? Den westlichen Teil? Oder mal so ein Überland? Keine Ahnung, ich habe dir das irgendwann mal gegeben, damit ich sehe, dass du drin bist. Stichst du auch besser raus. Ich fahr gleich Harmony mal an. Weil mal über. Keine Ahnung. Das ist die Ostlinie, ja. Das ist die Ostlinie. Als nächstes fahre ich da mal. Hier genau diese Haltestelle finde ich so witzig. South Los Santos Barbershop. So nenne ich die Haltestelle. Damit sich meine Homies, wenn ich die fahre. Ich habe mich sogar perfekt angekleidet mit meinem Charakter. Ich habe mir extra Klamotten gekauft. Alexa, stopp! Holy shit. Was geht bei dir? Die Frage ist, warum redet mein Mädel? Warum redet mein Mädel? So. Richtig in Simulationsfieber. Hört's euch an. Ja, wir können mal Harmony gleich fahren. Nächste Haltestelle aus Los Santos. Barbershop. Also was ich persönlich jetzt richtig feiern würde, diese Ansagen, die kann ich ja als Busfahrer machen. Das ist ja nicht das Problem. Ich habe mir jetzt extra so einen Sound geholt. Danke nochmal an Bobby Manzen. Küss dein Blut. Und weil ich einfach zu dämlich war und das nicht gefunden habe. Aber jetzt fehlt noch so ein nice to have, irgendwo so eine Leuchte, dass man eine Interaktionstaste drückt und natürlich auch nur im Bus, dass diese funktioniert. Und dann kommt dann Wagen hält oder sowas. Das heißt, der Spieler, der dann mitfährt, hat gedrückt. Und die haben dann eine indirekte, ja, ob die eine Anzeige haben müssen oder nicht, das ist jetzt mal fraglich. Aber für die Busfahrer so, da und da müssten die aussteigen, da müssen die das dem Busfahrer nicht unbedingt mitteilen. Hier finde ich geiler, wenn es direkt vom Barbershop wäre. Hier muss ich halt hier so halten. Ist okay. Ist okay. So, wie heißt das hier? Jetzt muss ich mal meine nächste Haltestelle hier machen. Ich muss mir mal so ein bisschen Notizen machen, deswegen muss ich mal ein bisschen. Was ist das eigentlich? Was ist das hier für ein Gebäude? DOJ? Keine Ahnung, Alter. Alice Kurt. Oder wie man das ausspricht. Fahren wir gleich mal über Palito. Oder, na, komm, wir fahren Sandy Shores. Die fahre ich auch ganz gerne. Palito fahre ich. Palito war, glaube ich, JVA. Da fahre ich nicht so gerne an. Da muss ich immer komischen Pudding drehen. Nächste Haltestelle, Alice Kurt. Nee, das spricht man nicht so aus. Das spricht man nicht so aus. Definitiv nicht. Ich hoffe, ihr konntet lachen. I speak English very well, but ich finde die Wörter nicht so schnell. So, jetzt kommen wir zu dieser Haltestelle, die ich ja richtig witzig finde. Und muss ich mal gerade überlegen, wir fahren nämlich die erste rechts, die zweite rechts und dann nennen wir die Haltestelle Grove Street.
Witzig, ne? Da lachst du wieder, ne? Mal kurz einen Lachmoment gehabt. Danke für nix. Ah, hier ist ja auch keiner. In dieser Ecke ist halt keiner unterwegs. Hat gesagt, keiner unterwegs, dann kommt ein PD-Auto. Ja, ist klar. Richtig im Element, Alter. Richtig geil. Mir macht Spaß. Nächste Haltestelle, Grove Street. So. Nice. Hallo Justin. Solltest du das sehen? Da drüben ist eine Haltestelle. Zur Info. So. Wer sich da niedergelegt hat, das will ich mal wissen, ne? Stehen seit Tagen stehende Autos. Hast du ganz toll. Ey, mir macht das Spaß, Leute. Aber ich baue nochmal was Richtiges. Der Black, der baut mal nochmal so eine richtige Arbeit. Keine Ahnung. Logistik alleine. Ab, seit 2 Tagen fahre ich hier Bus. Nächste Haltestelle, Recyclinghof. So nebenbei, die Logistikfirma machen, ja, ist okay, aber auf Dauer wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Wüsste ich wirklich nicht, wie es weitergeht. Macht richtig Spaß. Ich habe mich sogar. Ich zeig dir jetzt mal was. Ich habe mich sogar gekleidet. Ey, und jetzt sagt man nicht, der Black, der hat Ideen. Naja, das ist der Black, Mann. Richtiger Reisebusfahrer. Hey, ich sehe mal ordentlich aus, sonst laufe ich auch mit meinem pinken Hemd rum. Wo immer noch heute jeder sagt, ich bin Buckington. Nächste Haltestelle, Car Wash. Nee, wie nennen wir die? Wie heißt dieses, die, das, die Kneipe, das Ding da drüben? Wie heißt das? Bahama Mamas? Ist das das Bahamas? Ich habe auch richtig Spaß am Busfahren. Ist das das Bahamas? Ja, ne? Ach, das Unicorn? Das ist das Unicorn? Dann nehmen wir das das Unicorn. Unicorn. Perfekt. So nennen wir die Haltestelle. Find's doch IC raus, ja? Meinst du, ich fahre da jetzt mit dem Bus vor oder was? Ist klar. So. Wer hätte es auch gedacht? 20 Haltestellen? Ich fahre da jetzt auch mit dem Bus rein, in der letzten Lücke. Ich muss da nicht langfahren. Ja, aber klar, wenn da ein Einhorn drauf ist, ist das Unicorn. Da wird schon stimmen. Scheiß drauf. Wird schon stimmen. Na, wer kennt die Kreuzung noch? Eines Nachts, wovon da hinten das Auto gekommen ist. Und komischerweise hier tanken musste, wo ich die Tankstelle befüllt habe. Nächste Haltestelle, Rosilla. Ja. Nur haben sie wieder einen Einsatz, die Jungs. Boah.
Schade, ne? Hat auch nicht mehr offen, ne? So, der Black. Ich habe ja. War ja schon beim American Diner, ne? Hat ja jetzt noch ein zweiter Laden aufgemacht. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wie denn das hier? Keine Ahnung. Ist richtig viel los. Weiß gar nicht, wie viel gerade IC sind. So, wie nennen wir die letzte Haltestelle hier? Wie nennen wir die? 71, leck mich am Arsch. Wie nennen wir die? Wie heißt denn die Straße hier? San Andreas Avenue. So. Und das ist sowieso jetzt Endhaltestelle. Gewesen. Schade. Auch geil. Darf ich gar nicht rechts abbiegen. Ne? Weiß Bescheid. Ich dachte, vom PD sei was los gewesen. Wenn jetzt hier vereinzelt Busse stehen würden, ne? Boah, ich würde das Ding als... Ich würde das Ding, wenn das als Fraktion wäre, dann... Seit wann stehen die denn hier? Die standen vorhin noch nicht hier. Dann würde ich das direkt übernehmen. Weil das ist so ein Ding, die Leute... Die Leute, die sind sowieso... Hier brauchst du nicht großartig an, hier brauchst du nichts großartig machen. Hier brauchst du einen Personenbeförderungsschein. Und, einen LKW-Schein. Das wäre das nice to have. So, in meinen Augen. Ne? So, was wollten wir fahren? So, wir können jetzt aussuchen. Entweder fahren wir jetzt Los Santos über Sandy Shores oder über Palito Bay. Das ist auch Tatsache jetzt die Linie, wo wir... Warum auch immer am meisten Geld bekommen haben. Nee, nicht am meisten, am zweitmeisten Geld bekommen haben. Wollen wir Sandy Shores fahren? Dann hole ich mal meine Akte raus. Weil da habe ich schon alles notiert. Sandy Shores wird spannend. Mal gucken, ob wir da ein paar Drogen an Bauleute finden. Sandy Shores. Wollen wir Sandy Shores fahren? Also ihr habt die Wahl. Mir recht. Ich bin auf Palito-Bahn. Bahn. Und wir fahren Sandy Shores. Wenn keiner reinschreiben will, dann fahren wir Sandy Shores. Okay, wir fahren Sandy. So, und jetzt mein Outfit dazu. Nice. Was sagt mein Handy? Geil, jetzt, ich kann auch noch... Oh, lol. Ach so. Ja, ich weiß ja wo. Hier. Ich wusste gerade meine Taste nicht mehr. Ich kann überlegen. Coolen Blackout gehabt. So, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Linie Los Santos über Sandy Shores. Alter, hustet der so laut? Mein Name ist Patrick Black. Ich bin ja Busfahrer. Bei Fragen oder Wünschen rufen Sie laut Stopp. Wir warten oder wir werden Ihnen die nächste Haltestelle recht früh anmerken. Nächste Haltestelle, San Andreas Avenue.
jetzt aber da. Noch so einen Puffer, so einen Time-Puffer brauchen wir noch. So vielleicht ein paar Sekunden länger, keine Ahnung. Dass man an jeder Haltestelle so 2 Minütchen steht oder so. Oder eine Minute, je nachdem. Hotspot. Wo eine Zeit runterläuft. Wäre auch geil. Oder ich erstelle selber so einen Fahrplan. Hab ich auch Bock drauf. Ja, natürlich. Nächste Haltestelle, Stadthalle. Was, oh nein. Ah, ne, wir können ja hier auf dieser Spur bleiben. Genau. Und dann fahren wir hier so rechts, links. Ganz genau so fahren wir. So. Und nicht anders. Ja, ich komme auch mal mit dem Heli hergeflogen. Alles kein Problem. Will er mir jetzt erzählen? Er fliegt mit dem Helikopter hierher, landet hier mit dem Helikopter und geht jetzt da in die Stadthalle rein und dann wieder raus. Ist hier ein Landeplatz? Darf der da landen? Nächste Haltestelle, Great Ocean Highway. Ach, Busfahren macht mir schon Spaß. Ja, ja, ich bin voll in mein Element. Ganze Zeit Busfahrer könnte ich nicht sein, glaube ich. Obwohl, gibt Geld. Aber ist ja eigentlich auch egal. Doch, das würde ich, doch, das glaube ich, würde ich den ganzen Tag machen. Abwechselnd die Routen fahren. Solange es natürlich keine anderen Leute gibt, ne, aber auch wenn es andere Leute gibt, ist halt so. Eigentlich innerorts? Wenn es einer schreiben würde, find's IC raus, würde ich spätestens dann rausfinden, wenn die Polizisten mich anhalten und sagen, nö, mein Freund, hier so nicht. Mir juckt die Nase. Die Haltestelle finde ich persönlich auch richtig top. So direkt, wenn jetzt noch hier der 24/7 belebbar wäre, zusätzlich ein schöner Hotspot. Oder hier die Läden rechts. Ist ja auch geil, ne? Schön einer hier den Laden machen, ja geil. Nächste Haltestelle, Angelshop.
Wird's halt auch cool. Jetzt würde ich es cool finden. Na gut, okay, geht gar nicht. Müsste man Tatsache hier machen. Aber so ein Stopp und ein Zebrastreifen rüberbauen, das wäre natürlich nice, ne? Ich habe voll viele geile Fantasien gerade. Ah, ich bin richtig gerade in meinem Modus. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer mir noch zuguckt. Einfach mal so Linie gewechselt, nur noch zwei Leute drin. Nächste Haltestelle, Seafood Diner. Ich bin da. Ich auch. Ich auch. Es müssen ja noch nicht mal Leute einsteigen. Es macht mir einfach Spaß. Hier habe ich was zu tun. Hier fahre ich meine Route. Cool wäre es noch, wenn man dann auswählen könnte. An der Endhaltestelle, man wechselt auf die neue Route, muss nicht immer einen Bus wechseln. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man im Nachhinein vielleicht noch ändern. Ich habe gerade so viele Ideen, ne? So Busfahren, Hammer. Würde ich sogar alles hinschmeißen. Meine Firma so zack. 2 Millionen. Nee, für 2 Millionen will ich gar nicht. Aber ich will Bus fahren die ganze Zeit. Ja, da gehe ich gerade richtig auf. Diese Haltestelle finde ich am geilsten. Dass man hier wirklich aufs Gelände drauf fährt. Man muss hier kein Übernudeln. Wenn es hierfür jetzt ein Konzept geben würde. Ein Fischrestaurant. Indirekt ein Fischrestaurant haben wir ja mit den Asia-Restaurant, aber der Bus, der hält direkt vor der Tür. Zwei Linien. Die Palito Bay-Linie, die hält ihr direkt auf der anderen Seite. Hammer. So, wir gucken jetzt, dass wir immer einen Kilometer vorher dann halt die Ansage angeben. Würde ich sagen. Ein Kilometer vorher wäre schon nice. Muss ja nicht mal automatisch kommen. Ich blühe gerade richtig auf. Ah, da kommt die Simulation zurück. Nächste Haltestelle, Fahrradhandel. Ja, wenn ich noch langsamer in der Kurve gefahren wäre, dann hätte ich meinen Bus auch um die Ecke tragen können, ne? Boah, die ist auch hier direkt wieder. Das würde ich jetzt feiern, wenn die Haltestelle vielleicht auf den Parkplatz ist. Irgendwie. Weiß ich nicht. Kann man das machen? Nein, kann man nicht machen. Egal. Oder hier links in die Straße rein. Direkt am Fahrradhandel. Dann würde man über das Hotel da fahren. Glaube ich. Das würde ich gut finden. Nächste Haltestelle. Gastromarkt. Ja, nice. So, hier ist 80. Na, 68 nicht.
Boah. Dieser Meter, der macht's immer aus, ne? Nächste Haltestelle, Tankstelle Nummer 14. Nee, Haus Nummer 14, das würdest du besser treffen. Da würden wir einen anderen Namen dafür finden. Wie immer schön mittig. So meine Spur hier. Muss ich doch nicht teilen. Meins. Ich teile nicht gerne. Was mir gehört, gehört mir. Ende. Glaube, das stört auch einige Leute, dass jetzt so ein Bus hier langbrettert. Immer schön mittig, wo ich anhalte. Keine Ahnung, ich bin doof, ey. Muss ich mir nochmal später angucken. Immer mittig von den blinkenden Dingern. Blinkenden Ding? Ach so, das meinst du. Alter, sag das doch. Nächste Haltestelle, Grapeseed Bauer. Ja, da war ich gerade. Da hat mich der Eddie abgeholt. Danke nochmal, Eddie. Props an dich. Da mal wirklich mit dem Taxi gekommen. Nicht geil. Bin ich das erste Mal Taxi gefahren. So viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben laufen lassen. Aber ich bin gerne Taxi gefahren. Der Bus ist richtig dreckig, ne? Richtig dreckig. Habe ich den Dreck hier schon bekommen? Ich finde so die Wartezeit, die könnte doch schon einen Ticken länger sein. Oder beziehungsweise an Hotspots länger sein. Es gibt Straßen, die bin ich in meinem ganzen RP-Leben noch nie gefahren, egal in welchem Staat. Ne? Das ist eine davon. Und ich fahre die, seitdem ich jetzt im Bus fahre, das allererste Mal. Aber okay. Nächste Haltestelle, Fahrzeughandel, Haus Nummer 9. Hier ist auch ein Rockerclub, ne? In der Singleplayer-Szene, ne? Kennt einer den Namen? Steht das hier irgendwo? Thank you.
Nächste Haltestelle Sandy Shores Hotel. Natürlich überholt man hier. Da finde ich eine besenkte Sau. Ah nein, jetzt ist das Auto hier weg. Gestern konnte ich mich die ganze Zeit an das Auto orientieren. Da stand genau vor meiner Nase stand ein Auto. Nächste Haltestelle. Fahrzeughandel, Haus Nummer 9. Haus Nummer 13. Huch, wir sind ja da. Ups. Ups. Tut mir leid, Papa, würde meine Tochter jetzt sagen. Ach ja, ich hatte schöne Zeit mit dir. War cool. Einer der Gründe, warum ich jetzt wieder öfters IC bin. Bus fahren. Hammer. Wenn das weg ist, würde ich heulen. Würde ich wieder streiken. Nächste Haltestelle Harmony, Route 68. Obwohl, da ist die Frage. Jo, Alter. Was war das jetzt für einer? Das musst du nur warten. Ja, Madame, hättest du mal keine Kacke gebaut. Nächste Haltestelle, Harmony. Nee, nee, du hast das schon richtig verstanden. Michelle hat schon von mir den Einlauf bekommen.
Nächste Haltestelle, Yellow Jack. Ja, Butchie. Die Kylie. Dafür hat es aber Ärger bekommen, du. Kannst aber glauben. Kylie Clark. Oder wie man es ausspricht. Nächste Haltestelle: Rex Diner. Erzmine. Aki, was geht, Bodi? Ja, ich mittlerweile auch. Mittlerweile schwimmen die Namen. Blubblub. Hier muss ich sagen, hier gibt's B und Scheid. Weiß ich B und Scheid. Hier muss ich sagen, es gibt auf der anderen Linie, die Palito-Linie, gibt es die Haltestelle direkt rechts neben dem Mülleimer. Das heißt, man fährt hier auf das Gelände drauf. Würde ich persönlich auch wieder schöner finden. Und dann halt im Pudding drehen und dann runter wieder fahren. Weil die Palito-Linie, die zieht dann in eine andere Richtung wieder zurück. Nächste Haltestelle, Raffinerie. Ja, bin Busfahrer jetzt. Lastkraftwagenfahrer. Zusätzlich Bus. Ist richtig geil. Macht richtig Spaß. Einmal investiert, hat sich aber auch schon aus investiert. Es fährt leider keiner mit, ey. Nicht schade. Richtig schade. Ja. Soll ich sagen, ne? Wenn die Frauen ihre Tage haben, passieren Dinge im Leben. Nächste Haltestelle, Palomino Freeway. Waffenladen, Haus Nummer 4. Ein Gast? Heftiger Scheiß. Ich war auch ein Gast. Warum WTF? Ich finde diese Haltestelle ja sehr interessant. Und ich würde es auch richtig geil finden, wenn sich jemand dazu bewegen würde, einen Waffenladen, also diesen Waffenladen zu holen. Gab es ja mal, dass der im Besitz war. Die Tankstelle war ja auch im Besitz. Wenn der 24/7 dazu noch im Besitz ist und es einen externen Spieler gibt oder vielleicht alles, jedes Gebäude hier einen Spieler hat und da hinten der Chicken Bell in Betrieb wäre. Nee, hätte ich aber auch nicht. Aber würde ich geil finden. Oh, wow. Was? Ich hätte niemals gedacht, dass dort jemand einsteigt. Na gut. Wie gesagt, ne, wenn jemand diesen Markt da gehört und er weiß, diese Linie fährt da rüber, dann gib ihn, ne? So, wohin kommen wir jetzt? Richtig. Erfahrt ihr in 2 Kilometer. Ich bin schon ein richtiger Profi, Mann. Kann ich das übernehmen?
Nächste Haltestelle, Loomis Group AG. Ach, ich Idiot. Ich wollte eigentlich auf der Autobahn bleiben. Zum dritten Mal fahre ich diese Linie und zum zweiten Mal mache ich den gleichen Fehler. Immer auf dem Navi gehört. Was soll deine Wut an mir raus? Ist mir doch egal. Ich habe mir heute mal ein Video angeguckt, wie Leute einen Entbannungsantrag stellen, wenn sie Scheiße gebaut haben. Der wurde doch bezahlt dafür, dass zwei Haltestellen über seine Dings hier gehen, oder? Mir ist es egal. Nächste Haltestelle für die Impound. Und New Chicken. Was könntest du nicht? Und was ist dein allererstes Mal? Ich glaube, die dritte Linie, die Palido Bay Linie. Warte mal, lass mich mal eben kurz gucken. Welche Linie ich auch noch feiere, ist die Westlinie, ne? Die finde ich ja, habe ich ja schöne Haltestellennamen genommen. Ne, ich glaube nicht. Aber die finde ich auch schön. Die, die Westlinie. Schön über ein Gefängnis, ne, gar nicht, über ein Dings fahren hier, über ein Kastenburg-Hotel und all so eine Sachen. Haben wir heute in MLO zum Kastenburg-Hotel angeguckt. So. Nächste Haltestelle, Strawberry Avenue. Endhaltestelle. Dieser Bus endet hier. Fahrgäste, bitte aussteigen. Ja, du bist auch so. Die singt. Habt ihr das gehört? Zum ersten Mal ein Motorrad gesehen, was gesungen hat. Da kommt kein Abgas raus. Geil. Immer zurecht. Willst du damit sagen, wir Supporter handeln auch mal zu Unrecht? Die geht richtig ab da auf ihr Roller, ne? Die fühlt richtig. Geil. Alter, Leute, guck mal, wie viele Pedile im Dienst sind. Maschallah, Alter. Na komm, wir fahren jetzt hier rein. Mir juckt der Scheiß. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir einen anderen Preis bekommen als
Ah, lol, das variiert. Das Preisgeld variiert. Ich dachte, das ist ein Festding. Lul? Mich richtig in Schale geschmissen für den Job und es fährt keiner einfach mit mir Bus, ey. So, dann fahren wir jetzt nochmal für den Butchi die Palido-Linie. Die fahre ich nicht so gerne. Aber wir fahren sie. Dafür mache ich mal eben kurz Fenster zu. Ah, moin. Moin, NPC. Grüß dich. Wieso sollte was sein? Ein Festpreis? Weiß ich nicht. Weil ich den Preis am Anfang weniger fand und besser fand. Aber wenn so ist, macht der Black jetzt halt so sein Geld. Nenn mal bitte die Summen. Aber nur die wenigsten. Nee, das meiste. Komm schon. Fahr auch Bus für dich, Mann. Ey, sei nicht so. Mach jetzt nicht diesen. Okay. Das ist ganz normal, dass ich hier mit Mann. Mit meinem Moped Drogenanbauer hier hinten. Das wird die stören. Das wird die stören. Nächste Haltestelle, Stadtpark. Was mich jetzt schon stört, ist, dass der Easy da im Weg ist. Ja, geh. Musst du sowieso erstmal noch dreimal im Pudding fahren. Weil jetzt alleine zwei Haltestellen hier nur am Stadtpark an. Oder? Nee. Aber ich muss hier gleich eine Runde drehen. Ein ganz schwieriges Thema, wenn man im Bushaltestellenbereich steht. Der Herr. Ja. Ist nicht mein Auto. Und wo ist das hier eine Bushaltestelle? Das ist hier eine Bushaltestelle. Hat die Stadt vorgegeben. War neu. Ich sag ja nur, wie es ist. Hat die Stadt vorgegeben. Aha. Das ist aber nicht mein Auto. Na gut. Wo geht's denn die Reise hin? Einmal rund oder was? Die Linie fährt über Palito Bay. Aha. Also wenn Sie wissen wollen, kurzzeitig wohin, ich könnte Sie nach Hause bringen, weil wir fahren das Gefängnis an. Nein, war jetzt ein Spaß gewesen. Den Baumarkt fahren wir an. Wir fahren den Palito Bay an. Das Hennehaus da oben. Ja, und dann wieder am Osthighway runter. Richtung Stadt einwärts. Ah, okay. Verstehe. Alles klar. Danke. Wiedersehen. Der Lothar, der wäre mein erster Kunde gewesen. Bin ich mitgefahren. So. Es muss ganz dringend, die Markierungen auf den Straßen her. Was Bushaltestelle ist und was nicht. Oder man macht einfach die komplette Linie dort Halteverbot und die dürfen nur auf der anderen Seite parken.
Nächste Haltestelle: Casino The Diner. Oder The Diamond. Jetzt, ne? Jetzt, wo ich die Ostlinie nicht fahre. Da stehen die am MD. Krieg Herzrasen. So, jetzt seht ihr mal, was ich für, weiß ich auch nicht. Nee, glaube ich nicht. Mittlerweile, so lange bist du jetzt auch noch nicht weg. Mittlerweile ist 18. Also, ich nehme jetzt mal an. Dass ich hier drehen soll. Weil ich zeige euch jetzt, wo die Haltestelle ist. Ansonsten könnte ich mir das anders nicht vorstellen. Ja, man merkt erstmal, wenn man von einem Projekt runter ist, wie lange man, wenn man eine ganze Zeit lang nichts davon mitbekommen hat mehr und es auch nicht so großartig verfolgt, weil ich weiß nicht, ob du die anderen Streamer hier noch guckst, aber bei mir bist du halt immer noch drin. Wie viel sich dann in kürzester Zeit ändern kann, ne? Oder wie viel geändert wird in kürzester Zeit. Das kriegt man so dauerhaft gar nicht mit. Nächster Halt, Elgin Avenue. Da würde ich persönlich feiern, wenn diese Haltestelle links hier hoch und ich weiß nicht, was da, irgendwas ist doch da oben links. Weil dann würde man nämlich vom Casino weiterfahren. Ich fahre die, also wie gesagt, ne, ich habe nur diesen Wendekreis nicht verstanden, weil ich das einfach nicht verstehe, warum die Haltestelle auf dieser Seite ist. Aber wenn man jetzt hier hochfahren würde und dann da oben zum Theater, genau, Theater ist das, glaube ich, ne? Da eine Haltestelle machen würde, weil dann kannst du auch wenden mit dem Bus. Mein Vorschlag. Nächste Haltestelle, Wasserwerk. Na Michel, so ist das Leben, ne? Kurz einen Schluck trinken. Wie habe ich mein Leben noch nie gelabert? Ich kann ja auch nicht so viel labern, habe ja keine Freundin. Back. So viel hast du nicht verpasst, zwei Haltestellen. Und ein Gespräch mit Lotta. Am Stadtpark muss unbedingt eine Markierung her für Bushaltestelle. Dass die Leute da nicht parken. So, wir fahren jetzt das Zuhause der Niners an. Meine Damen und Herren. Nächste Haltestelle, Gefängnis.
Wenigstens schaut er nicht mehr aus wie Geralt. Ja, er schaut wieder menschlich aus, der Junge. Wie gesagt, für die eine Haltestelle müsstest du nochmal zurückspulen. Da hätte ich halt gesagt gehabt, die würde ich persönlich nach Casino würde ich nämlich zum Theater da hoch verlegen. Weil da, wo die jetzt aktuell ist, egal wie wir uns das überlegt haben mit Drehen, Navi etc. pp. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Hier die Gefangene mitnehmen. Nächste Haltestelle, Rex Diner, Erzmine. Wie die Leute auf einmal gucken, dass hier ein Bus lang fährt. Besser so, Jungs, ich bin back. Busfahrer. Ah, okay. Hat er einfach nur die Haltestellen vertauscht, ne? Hätte auch gelacht, wenn ich das nicht könnte. Nächste Haltestelle, Baumarkt. Jetzt dann halt so am Stadtpark, alle Busse am Ende am Stadtpark halten, also rein das Busdepot, klar, kann man das in Betriebnahme machen oder halt Endhaltestelle Busdepot und ab dort eine weitere Linie wählen, wäre natürlich richtig geil. Und am Stadtpark musst du so 2 Minuten Standzeit haben. 2 Minuten. Das kostet keinen die Welt, Leute. Das wäre natürlich Hammer. Und alle Busse treffen aufeinander. Ja klar, über den Highway rüberlaufen, wer schnell genug ist. Nächste Haltestelle, Grapeseed, Landebahn. Obwohl, wartet mal. Ah ja. Jetzt verstehe ich das auch.
arbeite doch einen Fahrplan aus und mach den als Flyer fertig. Habe ich auch überlegt schon. So ein. Das Problem ist, dass dann so sein müsste, dass man halt wirklich die Linien wechseln kann. Wenn ich jetzt so diesen Busjob machen würde. Ja. Nö, Zeitvorgaben habe ich nicht. Aber einfach nur so 2 Minuten Standzeit, also an Hotspots, ne? So Stadtpark, Casino zum Beispiel, wenn das in Betrieb genommen wäre. Was haben wir denn noch? Hennhaus. Dann nutzen vielleicht die Leute auch die ganzen Linienstrecken-Kundengedöns, ne? Jetzt habe ich das verstanden. Und alle Busse starten und enden dann halt, oder die Endhaltestelle ist dann halt immer am Depot. Und da kann ich dann auswählen, dass ich dann halt Bus, also in dem Bus bleibe und dann die nächste Haltestelle nehme. Oder wie auch immer. Nächste Haltestelle, Fahrzeughandel, Haus Nummer 8. Ich könnte von mir aus dort länger stehen bleiben, wenn meine Haltestellen frei wären. Madame, Sie haben recht. Sie haben recht. Nächste Haltestelle, Rapeseed, Traubenankäufer. Jetzt kommt wieder so eine Haltestelle, da denkt Butchi sich, ich würde niemals denken, dass da Leute einsteigen. Aber mir macht Spaß. Ich bin damit zufrieden. Jetzt verstehe ich auch, warum das Navi einen so schickt. Also, na, jetzt habe ich es auch, nachdem Butchi mir dreimal das erklären musste, habe ich es jetzt verstanden. Der Verdienst ist völlig okay. Ich bin damit zufrieden. Vollkommen. Vollkommen. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange ich für jede Linie brauche, na gut, für die erste habe ich jetzt länger gebraucht, weil ich mir noch alles notiert habe. Für die zweite war ich aber, glaube ich, recht schnell fertig. Nee, für eine Fahrt kann man voll und ganz nicht meckern. Und wenn noch Leute mitfahren, bitte. Warum nicht, ne? Nächste Haltestelle, Great Ocean Highway, Tankstelle, Haus Nummer 14. Der Verdienst ist auch vollkommen okay.
Nächste Haltestelle, Palito Bay, Ortseingang. Das ist jetzt eine Haltestelle, die ich persönlich nicht verstehe. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich sie nicht verstehe. Vielleicht könnt ihr mir das erzählen, warum ich das nicht verstehe. Aber ich verstehe die einfach wirklich nicht. Weiß ich nicht. Wir müssen das jetzt auf den Zahn gehen. Ich meine, mein Job dort zu halten. Ich halte dort. Danke dir für dein Follow und herzlich willkommen. Namen kann ich nicht aussprechen. Aber sei gegrüßt. So. Hier? Okay. Nächste Haltestelle, Palito Bay, Obstverarbeiter. Nächste Haltestelle, Henhaus. So, die eine Haltestelle habe ich jetzt nicht verstanden am Ortseingang. Nächste Haltestelle, Palito Bay, Waffenladen. Ich finde es halt witzig, die Leute ahnen halt nicht, dass hier ein Bus lang fährt. Gestern hat sich hier auch einer also hier hingestellt. Und habe ich auch erstmal weggescheucht. Ach, geil. Nächste Haltestelle, Fahrradhandel. Hier so ein Restaurant reinklatschen. Ja, wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch? Wie war euer Wochenende? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hatte eine sehr schöne Woche. Boah, ich dachte gerade, hinter mir ist wer. Nächste Haltestelle, Seafood Diner. Raffi, grüß dich. Ja,
Ja, das Wochenende ging richtig schnell vorbei. Ich habe selbst in meinem Urlaub gemerkt, ich bin eigentlich immer so einer, der die letzten Tage im Urlaub ziehen sich immer. Aber diesmal, es war so eine schöne Woche mit meiner Tochter gewesen. Jetzt würde ich natürlich geiler finden, wenn der Haltepunkt auch dort gewesen wäre. Weil ich habe ja hier die Möglichkeit, rauf und runter nach links und rechts wegzufahren. Und die Leute nicht über die Straße rennen. Gut, okay, die zum Angeln wollen dort, die können da auch über die Straße rennen, ne? Wäre auch geil, so ein Seediner, so ein Diner da aufzumachen mit Fischen und all so einer Sachen. Man angelt unten, dort geht es ja runter zu den Angelgedöns und dort angelt man die Fische, geht dann zu seinem Restaurant, verarbeitet die dort zum gebratenen Backfisch und verkauft die dann an die Menschen. Hammer. Würde ich feiern. Nächste Haltestelle, Route 68. Tankstelle Hausnummer 5. Ich habe immer Wünsche. Der beste Wunsch, den ich hätte, wäre, wenn jetzt eine hübsche Frau hier wäre. Das wäre natürlich Hammer. Aber meine Tochter musste leider nach Hause. Zu der Mama. Schade. Dann würde ich aber auch nicht zocken, hätte ich eine Freundin. Jetzt kommt eine Haltestelle, die ich persönlich am geilsten finde, weil du kommst von der Stadt halt auch bis dahin, über Umwege, aber du kommst dahin. Feiere ich absolut. Klappt wundervoll mit dem Kindergarten, sie war bei mir sogar alleine. Was die Mutter jetzt rausmacht, ist ihre Sache. Nächste Haltestelle, Obst- und Traubenfeld. Nee, Orangen- und Traubenfeld, sorry. Kindergarten klappt super. Kleine zum Kindergarten gebracht. Den zweiten Tag blieb sie auch direkt komplett alleine. Wenn mir hier mal wer entgegenkommt, ne? Ja. Der rechnet nicht mit dem Bus. Aber ich rechne auch nicht mit Gegenverkehr. Alle am Orangen chillen. Heftiger Scheiß. Damals habe ich noch hier oben immer die Orangen gepflückt, weil ich dachte, das Feld sei hier oben nur. Junge, richtige Chiller dort. Heftiger Scheiß. Nächste Haltestelle, Tongva Hills. Ja, das ist ja eine richtige Qual für den Bus, wa?
Ich möchte jetzt mal bemerken, bei dieser Haltestelle. Der Hintergrundgedanken würde ich vielleicht verstehen, weil das einzige Haus hier ist, etc. pp. Aber wer wohnt hier, dass hier der Bus halten muss? Meter vorgefahren, Alter. Ich komm hin. Mach ich jetzt auch. Wollte das letzte Mal schon gucken. Stimmt, Justin oder so. Erstmal, du musst hier auf ein Ding drauflaufen, um hier überhaupt erstmal zu gucken, wer hier wohnt. Wer ist das? Nathan Reed. Ohne Witz, wer ist das? Ich habe den auch an der Rennbahn gelesen. Ich habe den Namen aber in meinem ganzen Leben noch nie gehört. EOV? Ich weiß gar nicht, wer das ist, Alter. Keine Ahnung, wer das ist, ey. Habe ich noch nie mein Leben gehört, wer Nathan Reed ist. So. Er läuft bei ihm. Big unterschiedlich. Nächste Haltestelle, North Rockford Drive, Tankstelle, Haus Nummer 11. Ja, wunderbar. Und gleich fahren wir nochmal die Westlinie innerorts. Dann haben wir alle Linien einmal gezeigt. Hoffe ich, konnte ich euch einen Eindruck machen. Persönlich bin ich ein Schlingel. Ich weiß, dass er nämlich hier den Haltepunkt gemacht hat, fahre ich hier immer rüber, statt hier einmal extra Pudding zu drehen. So, und jetzt fahren wir einfach 3 Kilometer in die Stadt rein und da hätte ich noch persönlich 1 oder 2 Haltestellen gemacht. Ich persönlich. Weil das ist jetzt, die jetzt kommt, ist auch schon Tatsache dann die Endhaltestelle. Gut, wir wissen, hier wohnen nur reiche Leute, ne? Ich zum Beispiel nicht. Ich habe ja jetzt hier kein Geld, das weiß ja jeder. Aber ich hätte hier noch eine Haltestelle zum Beispiel gemacht. Ich war nicht einmal auf dem Testserver drauf, deswegen. Klar, kein Geld, dann lassen wir mal Bus fahren. Pizza möchte ich auch, also Pizza testen wir dann im nächsten Stream. Da werden wir dann einfach mal so 2 Stunden lang mal einfach nur einen Pizzajob testen. Ich denke mal, beziehungsweise mal gucken, wie lange der Stream jetzt geht. Und dementsprechend passe ich dann die anderen Streams an und würde dann auch diese Jobs
dementsprechend so lange testen, um zu gucken, ob der Verdienst das gleiche ist oder whatever. Ja, keine Ahnung, wann ich das mache. Wir fahren jetzt gleich erstmal nochmal die Westroute. Die sind wir ja noch nicht gefahren. Und dann haben wir jetzt alle Routen gleich gemacht. Hab ich mich gerade erschrocken. Will Jack, danke dir für dein Follow, herzlich willkommen. Aber wie gerne hätte ich heute Einreise gemacht. Hier zum Beispiel, hier hätte ich noch eine Haltestelle hingemacht. Ich habe letztens gesehen, ich weiß nicht, ob man das da kaufen kann, die Wohnungen. Aber vor kurzem hat sich hier links auch jemand niedergesiedelt. Stand mehrere Autos. Oder ob das einfach so war, weiß ich auch nicht. Hier für die Platz, für die Ballers. Oder hier bei Weasel News. Haben wir leider nicht. Ja, die Loomis vielleicht. Stoppschild. Nicht umfahren. Nächste Haltestelle. Rosilla. Endstation. Fahrgäste bitte aussteigen. Ah, gucke mal an. Da sind noch die alten Einreisezeiten. Huch. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt existiert. Ja, der schreibt so selten bei mir in den Chat rein, weil so wenig Leute aktiv sind. Die neuen Platz gibt, keine Ahnung. Da waren auf jeden Fall Leute mit einem schnellen Autos. Jetzt komme ich. Oh, geil, Alter. Finn zieht sie raus, Michelle. Finn zieht sie raus. Scheiße, ey. Ich kann auch ein Arschloch sein. Platz sind nur lila pink. Hast das geilste MLO gehabt? Das geilste MLO, ne? Hat mir Spaß gemacht. Alter, Walter, das gibt ja richtig Arsch hier, die Linie. Siehste, ich hab, glaube den geringsten Verdienst aufgeschrieben. Schade, der Black wird reich, ey. Abzug durch Fahrzeugschaden. Natürlich hat der Black keinen Fahrzeugschaden. Ja, komisch, wenn, ey. Wie lange bin ich gefahren? Keine Ahnung. Muss den Stream zurückspulen. Bin's IC raus. Wer ist mit mir Bus gefahren, man? So. Die Westroute fahren wir jetzt. Meine Damen und Herren. Mit der Zeit stoppen. Oder einfach mal gucken, wie lange ich jetzt streame. Wir sind jetzt bei Stunde 46. Ah, ich bin halt ein Arsch. Chill. Mach dir nichts draus. Mir macht das Spaß. Ich könnte abwechselnd den ganzen Tag die Linien rauf und runter fahren. Jetzt denken die Leute gleich wieder, ich mache Einreise. Nächste Haltestelle, San Andreas Avenue.
würde es aber fühlen, eine reine Frauengang in Rosa. Das wäre ein Träumchen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Las Lagunas Boulevard. Boulevard. Die Linie mag ich persönlich am meisten. Ich mag sie einfach. In kurzen Röcken mit High Heels. Wäre nice. Wäre nice. Jupp. Ich mag die Linie am meisten, weil die die geht über was. Da mag ich das halt am meisten. Ist halt einfach so. Nächste Haltestelle. Stadthalle. Hier müsste man echt anfangen, den Ampelverkehr zu achten. Einfach nur an dieser Haltestelle. Den Tunnel sehe ich einfach gar nichts. Hier landet diesmal kein Heli vor der Tür. 84 Leute IC, Marschall, Alter. Mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Haben die eigentlich dafür einen Auftrag, Alter? Die rasen hier durch die Stadt, ey. Wir machen mal einen Busrasen, ey. Dann hau ich hier aber den Beinen lang. Nächste Haltestelle, Sunrise Auto. Alter, hier stehen Autos drin. Was ist das denn? Wer ist das denn? Nee, ich würde mich das niemals trauen, so schnell. Hammer. Würde ich auch feiern, so ein Auto aus. Würde ich im Black auch drin sehen. Einfach Abwechslung. Bei jedem Stream was anderes schnuppern. Nächste Haltestelle, Boulevard del Perro. Gut, die könnte man umändern in Rockford Hills. Nee, der Black, der fährt immer anständig. Bin einmal. Wen habe ich mir da IC die Karre genommen? Vom Reißer. Ich glaube, vom Reißer. Habe ich mir einmal die Karre genommen. Hat er gesagt, kannst du mal fahren. Kannst du mal ausfahren, das Ding. Und mir sagen, was du davon denkst. Ja, bin ich auch. So schnell, wie ich gefahren bin, bin ich auch direkt wieder so schnell langsam gefahren. Los Santos Memorial Park. Ja,
Manchmal kommen so an alle 800 Haltestellen kommt hier mal jemand und dann wieder alle 800 Meter, meine ich, und dann mal wieder so 2000 Kilometer gar nichts. Hier links gab es mal einen Namen zu. Das ist ein Hotel eigentlich. Nächste Haltestelle, Krastenburg Hotel. Wohnen hier eigentlich Leute? Hotel würde ich teurer machen. Unterschiedliche Preise. Gute Preise, gute Besserung. Aber das ist einer der Linien, wo ich am wenigsten was zugesagt habe. Ja. So. Und nicht anders. Ich sag's euch, so wie es ist, ne? Einmal hin, alles drin. Das ist exakt meine Einstellung. Nächste Haltestelle, Great Ocean Highway. Nächste Haltestelle, Bay City Avenue. Ich wurde angeschrieben. Blinkt die ganze Zeit. Lalalala. Hallo. Richtig viele Cops. Hammer. Nächste Haltestelle, Del Piero Pier. So, und jetzt den Pier aktiv machen. Gibt es ein MLO zu des linke Gebäude hier auf der linken Seite gleich. Da halten wir eigentlich instant vor. So eine Bar habe ich gesehen. Hier links. Leute mal ein bisschen fordern. Da würde ich feiern, wenn man die Achterbahn und sowas steuern könnte. Und wenn das jetzt hier aber richtig voll wäre, ne? Jetzt nehmen wir mal an, hier spielen 2 Millionen Leute drauf. Und hier werden die ganzen Parkplätze belegt. Der Bus hätte gar keine Chance. Hier gibt es eine, siehst du, so eine kleine PD-Station. Ja, wenn der Sheriff aktiver wäre, dann könnte man erstmal Sandy Shores 2 Leute stationieren, die auch in Los Santos fahren. Vom Medical ist ja immer noch, glaube ich, das MLO drin im Palito, ne? Der muss aber coden, ja, da muss man ein bisschen schneller coden, ey. Nächste Haltestelle, Vespucci Fahrzeughandel, Haus Nummer 2. Ich glaube, das ist auch noch drin. Und dort jetzt, weil einfach mal so sagen, ein Arzt geht dahin als Beispiel und 2 Paramedics. Würde ja vollkommen reichen. Können sich ja abwechseln.
Boah. Vergessen, dass hier die Haltestelle ist. Tut mir leid. Nächste Haltestelle, Vespucci Bay Avenue. Ich verstehe jetzt auch die Hintergrundgedanken. McLan Avenue. Hallo. Nächste Haltestelle, Hafenbehörde. Bootschein brauche ich noch. Ein Boot. Irgendwann mal. Michelle ist bestimmt eingeschlafen. Lull, ich habe das gar nicht gelesen, dass sie geschrieben hat, wenn man Überfälle macht, dass man eine Einhornmaske aufsetzt. Ja moin, Alter. Jetzt geht's aber los. Nächste Haltestelle, Bootswerft. Oder Schmiedepläne für die Pink Unicorn Fluffy Gang. Jetzt kommt meine persönlich beste Haltestelle, was ich richtig abfeier. Und wo ich der Meinung bin, man sollte den Einreisebus weglassen. Denn, meine Damen und Herren, jetzt kommt. Nächste Haltestelle, Flughafen. Pass auf, Butschi, sie macht gleich einen Entbannungsantrag. Alles schön und gut, gehen wir durch, gucken uns an. Zack, zack. Kommt im Start rein, reicht ein Konzept rein. Pink Fluffing Unicorn Gang. Ach geil, wäre witzig. Warum steht hier ein Auto? Steht hier ein Auto? Ist HT87. Wer macht denn ein Kennzeichen wie ich? Zwei Kennzeichen.
Man könnte ja denken, ne? Dass ich ein Einreisebus bin, ne? Also ich bin ja vorhin schon mal über Flughafen gefahren, da stand der Bus hier noch nicht. Das Auto. Nächste Haltestelle, New Empire Way. Ich habe immer Angst, ne, gegen das Schild zu fahren. Nächste Haltestelle, Recyclinghof. Auch keine Angst haben, mit diesem Bus zu schnell zu fahren, ehrlich. Das ist so ein schönes Gefühl. Nächste Haltestelle, Vinewood, Barbershop. Nächste Haltestelle, Stadthalle, Endstation. Fahrgäste bitte aussteigen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir alles getestet. Jetzt verstehe ich auch die Fahrten. Macht mir umso mehr Spaß. Oh, Alter. Hola, was geht? Nichts geht, Bist was? du Busfahrer? Ich bin Busfahrer, ja. Du fährst nicht zufällig zum Wurfelpark, oder? Könnte ich dich rauslassen? Okay. Eddie, ich rufe dich nochmal zurück. Ich gehe jetzt Bus fahren. Warte, bist du Patrick? Ich bin Patrick, ja.
Ja, das ist Patrick. Okay, Eddie, ich rufe die Nummer zurück. Okay. Soll ich schon von Eddie großen? Was kostet das denn von hier zum Würfelpark? Also gar nichts. Oha. Sag ich mal ein. Was geht? Nichts geht. Du bist meine Rettung. Warum? Ich komme hier sonst nicht weg und jeder, den ich bis jetzt angerufen hat, hat keine Zeit. Na, sieh mal an. Ich habe immer Zeit. Ja, das ist schön, echt schön. Ich sehe, guck, ich habe Krücken und Gips. Kann nicht mal zu Fuß gehen, das dauert sonst 3,5 Stunden. Mal probieren können, 3,5 Stunden. No, no, ich brauche meine Handgelenke noch. Am Ende brechen irgendwann die Handgelenke ab, weil ich die ganze Zeit mit den Krücken durch die Gegend laufe. Wann kommst du schon an? Ja, möglicherweise manchmal vielleicht. Immer unterschiedlich. Nächste Haltestelle, Stadtpark. Endstation. Fahrgäste bitte aussteigen. Wird aber eng hier mit der Parklücke. Oha, wie los hier? Ich danke dir. Ja, dafür nicht. Okay, also fahrt kurz wirklich links. Nee, kostet nichts. Oha, Ehre. Wiedersehen. Adios. Seit 20.000 K, Alter. Dann wäre er nie mehr am Bus gefahren. Dann wäre er lieber zu Fuß gelaufen, 3,5 Stunden. Ach, geil. Haben wir Spaß gemacht. Haben wir richtig Spaß gemacht. Ruhig das mal zu präsentieren. Tja, diesmal habe ich genau das Gleiche bekommen. Sieh meine an. So, das war's aber auch von mir. Mir hat's persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 2 Stunden, 4 Routen. Der Verdienst ist jetzt nicht schlecht. Den finde ich sogar top. Finde ich sogar wirklich hammer, geil, reicht vollkommen meiner Meinung nach. Finde, mehr sollte man auch nicht verdienen. Moin, grüß dich. Na, öfters hier? Wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, guck mal eben kurz auf die Stadtkarte. Was ist denn das nächste Mal? Was machen wir denn beim nächsten Mal? Was machen wir denn beim nächsten Mal? Hier, was ist das? Lieferjobs. Was gibt's noch? Gibt's noch was? Gibt's noch was aus dem Lieferjob? Ja, genau, Pizzeria hier unten beim Drosilla. Hier. Ist ja Pizza fahren. Ja, genau. Wir gucken einfach mal, was wir beim nächsten Mal machen. So 2 Stunden mal die Sachen testen. Auf Dauer. Egal, was passiert. Ich freue mich. Ich sag, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Start in die neue Woche. Wann das nächste Mal ist, wissen wir noch nicht. Aber danke fürs Zuschalten. Bis dahin. Ciao, ciao.